Aufatmen in Bruck. Das Macherhaus am Hauptplatz wird revitalisiert. Und das zügig. Bereits im November dieses Jahres sollen 23 Wohnungen und ganz wichtig für den Standort ein Kaffeehaus im Altwiener Stil übergeben werden. Investor Ottmar Mali nimmt 4,7 Millionen Euro in die Hand, weil er, wie er sagt, von der Zukunft in Bruck überzeugt ist. Bruck ist absolut im Aufwind. Bruck braucht Investoren. Bruck hat super Zukunft vor sich. Und ich bin von diesem Platz, von dieser Geschichte, dieses Kaffeehauses so begeistert und überzeugt, dass wir hier die richtige Investition tätigen. Das Kaffeehaus wird der Brucker Geschäftsmann Andreas Gucci führen. Die Wohnungen sollen aufgrund von Fördermöglichkeiten im leistbaren Niveau rangieren. Beispielsweise wird eine 50 Quadratmeter Wohnung für rund 300 Euro Miete zu haben sein. Die Innenstadt lebt auf. Es tut sich was in Bruck. Es ist mehr als schön, das ist äußerst erfreulich. Wir haben ja an die 15 Investoren derzeit in der Stadt Bruck, die nicht nur Objekte kaufen, sondern daraus auch Projekte entwickeln und dann auch umsetzen. Insgesamt werden in nächster Zeit rund 13 Millionen Euro in der Brucker Innenstadt investiert. Das Gesamtprojekt beinhaltet auch das nebenliegende Kalonhaus. Beide Objekte zusammen haben wir als Projekte entwickelt mit der Hilfe und Unterstützung vom Land Steiermark. Und das ist jetzt der nächste Versuch, innerstädtisches Konzept zu entwickeln und den Teil zu beleben.